Vielen herzlichen Dank. 200.000 Menschen sprechen ungefähr im Hunsrück noch Hunsrücker Platt, also den Hunsrücker Dialekt. Aber es gibt ungefähr 1 Million Menschen, die sind schon lange ausgewandert und die sprechen ihn trotzdem noch. Vor rund 200 Jahren gab es eine riesen Auswanderungswelle nach Brasilien und es sind immer wieder welche nachgekommen. Manche sind schon in der 7. Generation dort, sprechen aber immer noch hunsrückerisch und sie kehren auch immer wieder gerne in die alte Heimat zurück. Die Brasilianer haben lange gespart für die Rückkehr in das Land ihrer Vorfahren. Dass es sich um Brasilianer handelt, lässt die Aufschrift am Anorak erkennen. Doch die Sprache klingt irgendwie bekannt. Bei uns, wenn sie das Telefonbuch macht, kannst du gucken. Hartmann, Lauermann, Haubenthal, Becker, Schneider. Vom Rhein segelten die Auswanderer per Schiff nach Brasilien vor 180 Jahren. Wie oft verwenden Sie das Hunsrücker Platt? Wie? Wie oft sprechen Sie? Ach, nicht viel. Ja. Weil daheim, wir haben 2 kleine Kinder und die wollen nicht lernen. Die können sprechen, aber die können nicht gern sprechen. Ah. Die haben schon lieber Spanisch oder Englisch. Wir sprechen Deutsch mit unseren Kindern und Enkelkindern. Wir haben 2 Enkelkinder und die sprechen Deutsch so wie wir. So wie wir sprechen. Nur wenn man in der Familie immer das Deutsche spricht, behält sich das. Und wenn nicht, geht's verloren. Ja. Warum hat sich das Hunsrücker Platt durchgesetzt? Die Leute kamen ja aus allen Regionen Deutschlands. Ich denke, weil die Hunsrücker mehr bei Sommer blieb und haben das weitergeführt. Immer noch das Plattdeutsch weitergesprochen. Seit mehr als 5 Generationen geben die Eltern die Sprache an ihre Kinder weiter und singen die deutschen Volkslieder. Dieses Lied haben ihre Vorfahren gesungen, als sie mit dem Schiff nach Brasilien segelten. Erinnerungen an alte Traditionen, etwa beim Weinpressen. Bei uns haben die den Wein gemacht, dann haben die Traube verdreht, dann haben die so gehupst und viel gehupst. Und dann, wenn sie, wo dreckiger die fies wurde, wo besser der Wein gewiss. Viele Eindrücke gilt es festzuhalten. Das ist das schöne Land und das gute Land. Und das können wir alles mitholen von Brasilien in unser Cap. Und das tun wir erzählen, wie das ist. Und so schön wie das ist, können wir das nicht so. Das müssen wir hier hingucken. Und das wird wohl passieren, dass wir nochmal zurückkommen. Zurück in die Heimat. Zurück in den Hunsrück.